Hallo Fitnessfreunde, euer Chris hier. Ich sende euch die Grüße aus dem FitX Tempelhof. So, Fitnessfreunde, das FitX Tempelhof, Ulsteinstraße im Ulsteinhaus am Tempelhofer Hafen. Das hat hier gerade neu eröffnet. Ich werde es diesmal ein bisschen anders machen für euch. Und zwar werde ich hier erstmal rumlaufen aus der Ich-Perspektive. Dann seht ihr das Studio einmal, als ob ihr hier durchlaufen würdet. Und danach werde ich ein bisschen was erzählen zu jeder Station, die hier im Studio ist. So, Fitnessfreunde, auf geht's zum Rundgang. Hat ja fast schon Tradition. Das hier ist das 6. FitX in Berlin, das 40. FitX in Deutschland. Das hier ist sogar auch das größte Berlins in Tempelhof hier mit einer Größe von 2700 Quadratmetern. Jetzt sind wir hier im Freihandelbereich.
Mit guter Musik bestückt, ja. Der Freihandelbereich ist hier mit Hammer Strength Geräten ausgestattet, die PL-Geräte, also Plate Loaded. Das heißt, dass du Platten rauflädst als Widerstand. Und es gibt bei jeder Felix-Eröffnung, Studioeröffnung auch immer Neuerungen, also neue Geräte, neue Ausstattung, die es auch hier gibt. Hier ist ein Novum zum Beispiel der T-Bar Row, also das Langhantelrudern vorgebeugt. Das T- oder auch T-Handelrudern genannt. Das seht ihr hier. Ja, das war doch lang ersehnt. Es ist da. Da stellst du dich hier rein, fest die Griffe an und ziehst das so hier auf Bauchhöhe. Also das T-Handelrudern frei ist jetzt da. Und noch was Wichtiges vielleicht, diese Geräte, die jetzt hier bestückt wurden, werden auch nach und nach in bestehenden Fittix-Studios nachgerüstet. Also auch hier das T-Handelrudern. Dann gibt es hier links hinter mir das Wadenheben stehend. Das wurde auch hier nachgerüstet oder das wurde auch hier bestückt. Hier seht ihr Standing Calf Raise, natürlich auf Englisch, weil Hammer Strength aus Amerika auch kommt. Und dieses Wadenheben stehend wird also auch in bestehenden Fittix-Studios nachgerüstet. Ganz wichtig, auch sehr gut. Ja, das hat am Anfang schon gefehlt, fand ich. Jetzt ist es da. Schönen Dank an Fittix. Und schaut mal, hier habe ich auch noch entdeckt, das ist auch neu, hier habt ihr mal einen QR-Code drauf, da könnt ihr euer Smartphone ranhalten, den Code auslesen, dann kommt ihr auf ein Trainingsvideo, wie das Gerät hier anzuwenden ist. Finde ich, ist eine gute Sache, gerade für Einsteiger, ne? Code scannen, gucken, dann seht ihr das Video und könnt entsprechend auch mit einer richtig guten Ausführung trainieren. Hier habt ihr die Rückengeräte hinter mir, hier um die Ecke, so ein bisschen abgetrennt, die Beingeräte. Tagsüber, wunderschöner Blick hier raus, Tempelhofer Hafen. Und hier hinter mir geht es weiter mit Rückengeräten, daneben die Brust. Und hier seht ihr auch, ich sitze gerade drauf, Hammer Strength Brustpresse liegend, Plate Loaded. Das Gerät gab es bisher nur am Fittix Südkreuz und, soweit ich weiß, Fittix Weidmannslust. Jetzt gibt es auch hier, schaut doch mal. Da könnt ihr auch mal schön Nacken dran machen hier im Stehen. Und wenn ihr weiterlauft Richtung Kurzhandel vorne, habt ihr hier die Multipressen. Hier seht ihr Cable Cross. Hier habt ihr den Hammer Strength Turm mit allen wichtigen Funktionen. Hier in der Mitte vom Freihandelbereich habt ihr die Übungssäule mit den Erklärungen zu den einzelnen Übungen und die Ausführungen. Und wenn er weiterläuft Richtung Kurzhantel, habt ihr hier die Bänke, hier rechts Schulter. Hier habt ihr die Flachbänke, Negativbank, die Schrägbänke. Und hinter mir das Herzstück, die Kurzhanteln dürfen natürlich in keinem guten Studio fehlen. Hier habt ihr nochmal zwei Zugtürme. Die Zugtürme sind jeweils an vier Seiten bestückt mit Zügen. Kurzhanteln hier von 1 bis 60 Kilo, alles am Start. Hier könnt ihr euch austoben. Falls sich einige von euch wundern jetzt, warum es hier so leer ist. Nein, hier trainieren auch Leute. Aber schaut doch mal hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Die Uhr, da seht ihr den Grund, warum. Es ist 14:15 Uhr und zwar 14:15 Uhr morgens. Nicht etwa 14:15 Uhr nachmittags. Und natürlich um die Uhrzeit ist keiner hier, ganz klar. Was mir immer auffällt, ist hier sehr wenig Frauen, das frequentieren. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben, ob die Geräte zu martialisch aussehen oder ob das Plate Loaded zu ungewohnt ist. Die Damen sind auch immer herzlich eingeladen, hier zu trainieren. Und wenn sie mal Hilfe brauchen, kriegen sie die auch von uns natürlich. Ja, also liebe Damen, kommt darüber hier. Ihr könnt natürlich auch da im Frauenbereich trainieren, aber der ist längst nicht so vielfältig ausgestattet wie der Freihandelbereich. Also keine Scheu, sondern ab an die Eisen. So, ich befinde mich hier im Lady Gym, das Gym im Gym, nur für die Damen, nicht für die Herren. Also vielleicht noch mal kurz zur Ergänzung, das hier ist ein Bonus, ein Extra für die Frauen. Das heißt nicht, dass die Frauen hier trainieren müssen und irgendwo anders trainieren dürfen. Das gab es nämlich in den YouTube-Kommentaren. Die Frage tauchte auf oder die Anmerkung, ja, ist ja doof, warum müssen denn Frauen hier trainieren? Nein, liebe Damen, ihr müsst nicht hier trainieren, ihr könnt hier trainieren, aber ihr dürft auch alle anderen Bereiche nutzen natürlich. Hier den Mainstream-Bereich, den Freihandel-Bereich oder was weiß ich, was auch immer. Wir Männer hingegen, liebe Männer, wir dürfen hier nicht rein. Wir dürfen alle anderen Bereiche benutzen, also das hier ist für Frauen vorbestimmt, wie wir es gerne möchten. Und wer es nicht möchte,
ja, lässt es eben sein. Der Cardio-Bereich hier riesengroß und reichlich bestückt. Hier seht ihr hinter mir die Ergometer, hier die Ellipsentrainer. Dann habt ihr hier die Laufbänder. Hier seht ihr die Ergometer liegend. Hier waren sie sitzend. Hier habt ihr das liegend. Ich fahre immer gern liegend, ja. Da bin ich voll beim Aufwärmen. Die bequeme, halb liegende Position hier. Hier habt ihr noch die Stepper im Cardio-Bereich. Und hier auch noch zum Cardio-Bereich die Rudermaschinen. Und hier die Fahrräder, die beiden, ja, mit Armantrieb, ja, mit diesen Armpedalen, ja, benutze die Arme für. So, und hier hinter mir, ihr seht schon, die Turnecke, die hat sich mächtig entwickelt. Da ist einiges dazugekommen. Das will ich euch mal zeigen hier. Da sind jetzt neu hier die Kettlebells, die viele von euch kennen sicherlich. Dann die Corebags, das ist echt ein Novum. Die sind noch gar nicht so bekannt, mit denen kannst du aber auch sehr viel machen. Da kann ich ja mal zwei, drei Übungen zeigen. Wenn ihr das möchtet, mal abfilmen für euch. Hier habt ihr in verschiedenen Kilogrammgrößen die Medizinbälle. Ja. PC-Ball darf nicht fehlen natürlich. Hier die Turnecke. Und hier die Battle Ropes oder auch Power Ropes genannt. Und hier hinter mir das Turngerüst oder Hindernisbahn-Habern, wie man es immer auch nennen mag. Da könnt ihr einiges machen. Hier die Dips, hier könnt ihr langhangeln. Hier gibt es das TRX, werden auch viele kennen von euch. Hier habt ihr die Ringe, da könnt ihr auch eine Menge mitmachen. Und das ist auch recht geräumig hier. Die Fläche hier ist wirklich groß, weil es eben auch das größte FedEx ist hier in Berlin. Haben sie hier die Fläche wirklich großzügig ausgestattet. Hier habt ihr nochmal die Totalansicht von der Turnecke. Da finden also bequem mehrere Leute Platz und können hier ihr Workout absolvieren. Für alle Autofahrer gleich ein kurzer Einspieler. Wie ihr herfahrt, Parkplatz, herlaufen, Eingang. Schaut einmal hier. So, und für alle Autofahrer von euch, die hier mit dem Auto zum FedEx Tempelhof anfahren, zeige ich euch einmal den Weg zum Parkplatz. Ich bin gerade selber hier im Verkehr, im Berufsverkehr, im Krieg wieder hier, im Berufsverkehr, Krieg. Kann auch nicht immer jetzt zu euch rüber gucken, deswegen muss ich mich hier konzentrieren. Ich komme hier aus der City und hier linker Hand der Tempelhofer Hafen und das Ullsteinhaus. Schaut doch mal hier. Und ihr müsst hier am Ullsteinhaus links rum abbiegen in die Ullsteinstraße. Hier seht ihr auch schon FedEx Wegweiser zum Eingang. So, ich mache das mal für euch hier so aus dieser Fahrtperspektive. Ich hoffe, es klappt so. Euch halten und fahren gleichzeitig. Also linke Hand, habt das Ullsteinhaus gelassen. Dann fahrt ihr hier geradeaus ca. 200, 300 Meter. Und dann recht unauffällig habt ihr hier links, seht ihr das schon, FedExP Parkplatz. Er ist doch sehr, sehr, sehr klein. Und hier müsst ihr rauffahren. Und dann müsst ihr gleich hier scharf rechts rumfahren, nicht weiter geradeaus. Da kommt er nicht weiter. Und hier ist es wirklich sehr eng. Mit dem Lambo passt ihr nicht durch. Und hier seid ihr auf dem Parkplatz. Und wie ihr hier seht, ist das Ganze noch unbefestigt. Also Sand und bei Regen ganz schön matsch hier. Auch mit Schlaglöchern und so weiter. Das soll wohl noch befestigt werden. Also wie eben erwähnt, der Parkplatz hier soll noch befestigt werden. Und hier entstehen 80 Parkplätze, ist mein Kenntnisstand, nur für FedEx-Mitglieder. Ich denke mal, da wird der ganze Parkplatz hier von FedEx übernommen worden sein. Also 80 Autos. Ich denke auch, das sollte genügend sein. So, Fitnessfreunde, auf geht's hier ins FedEx. Ihr müsst ja am Parkplatz wieder zurücklaufen zu der Schranke, wo wir eben durchgefahren sind. Ein bisschen umständlich, denn du musst hier einmal außenrum den ganzen Weg zurück, um dann zum Eingang zu laufen. Besser wäre hinten hier, seht ihr hier hinter mir, am Ende des Parkplatzes vielleicht ein Durchgang durch den Zaun. Kleine Treppe ran, dann kannst du gleich durch zum FedEx. Also folgt man, lass uns hier rumlaufen. Hier habt ihr nochmal den Parkplatzhinweis eben, wo wir raufgefahren sind. Und dann müsst ihr ja scharf rechts, wie gesagt, beim Reinfahren nicht die falsche Schranke nehmen, nämlich die hier, die jetzt kommt. Dann steht er hier am Pförtner und der ist hart. Der lässt euch hier nicht durchfahren. Ja. Obwohl es noch näher dran wäre am Studio. Diese Schranke hier meine ich. Schaut mal. Ja. Da müsst ihr rückwärts hier wieder rausmanövrieren. Auch sehr umständlich.
So, und schaut mal hinter mir. Hier ist der Parkplatz, von dem wir kamen. Und hier wäre natürlich ideal, so ein Loch im Zaun, Eingang oder was. Nur springst du durch und kannst gleich hier zum Eingang laufen. Sehr gut ausgeschildert übrigens. Seht ihr hier? Könnte also gar nicht verfehlen. Dann seht ihr von hier schon das nächste Schild vorne. Lauft dann auch mal so 70, 80 Meter, würde ich sagen. Und dann seid ihr auch schon am Eingang. So, Fitnessfreunde, hinter mir der Eingang. Das war die Anfahrt und der Weg vom Parkplatz hierher. Als kleine Info. Dann, wie in allen Fitnessstudios unverkennbar, so auch hier in freundlichem Wellnessgrün gehalten, die Chill-Out-Area oder Aufenthaltsbereich. Seht ihr hier mit dem großen Action-Monitor. Hier hinter mir, ihr habt es eingangs gesehen, das Ampeltraining, der Ampelzirkel hier mit wechselnden Farben und wechselnden Übungen. Hier im Ampelzirkel sind die Geräte druckluftbetrieben. Denke mal, die kommen aus dem Reha-Bereich. Hier seht ihr auch ein Plakat beim Ampeltraining. Das wird sich dann sicherlich an ältere Leute richten, die hier ein bisschen trainieren möchten. Grün, weitermachen. Und hier direkt am Kursraum ist der erste Maschinenpark hier angesiedelt. Das sind Brustmaschinen, Armmaschinen, Bizep, Trizep und Rückenmaschinen. Und hier auf dem Weg zur Freihandel seht ihr auch wieder weiterhin Techno-Gym-Geräte, der Maschinenpark. Hier ist komplett Beine angeordnet, sehr gut durchdacht. Alles rund um Beine, Po, Adduktor, Abduktor. Und schaut mal hier. Hier ist so ein kleiner Extraraum mit einem schönen Blick hier raus auf den Tempelhofer Hafen. Jetzt natürlich nicht im Dunkeln, aber tagsüber. Ja. Und hier habt ihr dann die Adduktor-Abduktor-Maschinen. Ja, Adduktor, Abduktor, bisschen versteckt hier hinten, ne? Nicht ohne Grund. Hier habt ihr die Technogym Beinpressen, dann habt ihr auf der anderen Seite Strecker, Beuger, Po-Maschine. Und hier linke Hand, kurz vor der Freihantel, habt ihr die Ab Rolls, die Ab Roller, die Bauchgeräte. Und hier hinter mir seht ihr, ich muss nicht viel zu sagen, die Snackbar, hier die Weiterprodukte aus dem Automaten, die ihr euch ziehen könnt. Und hier die Getränke-Flat. Das bedeutet, dass du hier so oft und so viel dir Getränke zapfen kannst, wie du möchtest. Mit der Fitnessflasche. Ja, ganz wichtig. Also für alle Mitglieder, das kostet kein Geld, entgegen der Gerüchte. Hier habt ihr das for free. Ja, so oft und so viel ihr wollt. Fitnessfreunde, das war's für euch. Mein Rundgang. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn ihr mir schreiben wollt, ab in die Kommentare. Ich antworte jedem. Bis zum nächsten Video. Bleibt stark. Euer Chris, ciao.